Dankeschön. Ja, erstmal schönen guten Tag, Kassel. Es ist klasse, hier zu sein. Ist auch schön, dass wir so schönes Wetter bekommen haben. Und am allerschönsten ist, dass ich hier ein paar hundert Leute sehe. Noch viel schöner wäre es natürlich, wenn die Kasseläner oder Kasselaner, ich weiß es jetzt gar nicht genau, wie man das sagt, die gerade vorbeigehen, eventuell auch eine Weile zuhören, wenn wir hier was erzählen. Das geht heute den ganzen Tag lang übrigens bis abends. Das heißt, wenn jetzt einer von euch hofft, die hören gleich wieder auf, über den Krieg zu reden oder über den Frieden, das wird nicht der Fall sein. Hier wird bis abends darüber gesprochen, was gerade das Problem ist. Ja, was ist gerade das Problem? Das Problem ist, dass Deutschland zu einem Land umgestaltet werden soll, das nicht nur kriegsfähig ist, sondern das auch kriegswillig ist. Und wenn ich mir anschaue, wie die Äußerungen laufen in der hohen Politik der sogenannten, also bei Frau Merkel und bei Herrn Gauck, dann wird euch die gesamte Zeit über, bei all dem, was sie da tun, bei der ganzen Eskaliererei, die sie in Richtung Russland betreiben, bei der ganzen beleidigenden Art, mit den Russen umzugehen, die immerhin das Land sind, das die meisten Opfer gebracht hat bei der Befreiung vom Faschismus. Ja. Bei all dem wird euch immer wieder gesagt, ja, aber Krieg ist keine Option. So ungefähr, als ob Frau Merkel das zu entscheiden hätte. So ungefähr so, als ob, wenn Frau Merkel gesagt hat, nee, wir Deutschen, wir machen keinen Krieg, Deutschland auch nicht in einen Krieg verwickelt werden kann. Ihr solltet darüber ein bisschen nachdenken, ob das so stimmen kann. Und vor allen Dingen solltet ihr genau hinschauen, wenn ihr mit diesen großen Parteien zu tun habt, wie zum Beispiel der CDU. Was hier in Deutschland vergleichsweise unbekannt ist, ist, auf welcher Ebene die CDU europäisch organisiert ist. Das ist die EVP, die sogenannte Europäische Volkspartei. Und zu dieser EVP gehören rechtsradikale Parteien, beispielsweise aus Ungarn. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr von denen gehört habt, aber die Leute, die sind so ein bisschen anders drauf, als unsere Frau Merkel das offiziell ist. Und diese Leute stellen die Großvertretung konservativer, nationalistischer, wie auch immer man das nennen soll, Parteien in Europa dar. Und diese EVP, die hat gerade erklärt, dass wir in dieser ganzen Ukraine-Krise überhaupt keine Stimme haben werden, die gehört wird, wenn wir nicht klar machen, dass wir bereit sind, Krieg zu führen. Das ist die Oberorganisation der konservativen Parteien. Das ist der Verein, in dem die CDU das schwerste Gewicht ist. Denn Deutschland ist ein Land, das ein großes Land ist, mit ziemlich großen Parteimitgliedschaften. Und die CDU ist außerdem fürchterlich reich im Vergleich zu allen anderen Parteien, die in diesem Bündnis sind. Sie ist also sehr einflussreich. Und wenn sich eure Frau Merkel dahinstellt und sagt, sie hat nichts damit zu tun, dass hier eine Kriegsdrohung entsteht, wenn Frau Merkel sagt, es kann gar nichts passieren, dann weiß Frau Merkel ganz genau, dass der Großverband, dem ihre CDU angehört, das Gegenteil betreibt. Das ist nicht mehr hinnehmbar. Es ist auch nicht mehr hinnehmbar, was Herr Gauck treibt. Wenn Herr Gauck als höchster Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland in andere Länder geht und da dann sagt, tja, aber zu Fragen, die ganz Deutschland betreffen, kann ich jetzt irgendwie nichts sagen. Ja? Dann frage ich mich, wozu wir diesen Grüß August haben. Und ich denke ganz ehrlich gesagt, dass das, was er gezeigt hat am Weltfriedenstag in Richtung Feindseligkeit, in Richtung Absage an die Partnerschaft mit Russland, dass wir gesehen haben, dass unsere Kanzlerin Herrn Putin hat ausladen lassen, ja, zusammen mit den anderen Politikern, die in der G7 noch verbleiben. Ja, dass nicht nur die G7 da das Forum war, aus dem man Russland rausgeschoben hat, sondern, und das ist für mich echt eine Schande, das sagen zu müssen hier, ja, dass Russland nicht eingeladen wird zu den Gedenkfeiern, zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist für mich unfassbar. Was ist das für eine Art von Wandlung, die da im Kopf vorgegangen ist? Was ist das für eine Art von Geschichtsblindheit? Ein sich zurechtlügen der Vergangenheit. Wir haben in unserem Fernsehen hinnehmen müssen, dass sich ein Jazenjuk aus der Ukraine hinstellt. Das ist übrigens ein Ultranationalist, in dessen Partei jede Menge Leute untergeschlüpft sind, die vor kurzem noch rechter Sektor waren, Svoboda, sonst was. Die denken, sie können uns verarschen. Aber schaut auf die Mitgliedslisten. Dann werdet ihr sehen, wo diese Leute früher Politik gemacht haben. Also der Herr Jazenjuk, der stellt sich ins deutsche Fernsehen und erzählt die Legende, dass damals Russland Deutschland überfallen hätte. Und weder die Moderation schreitet ein, noch gibt es eine entsprechend groß aufgemachte Gegendarstellung. Es gibt auch keine wirkliche Diskussion dieser Sache.
sondern das wird in der Presse so flach gehalten, dass ich mich halb tot geschämt habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin 1970 geboren. Und dass 1970 geboren haben, das ist einem so gar nicht klar. Ist man gerade mal 26 Jahre irgendwie hinter dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 25 Jahre, 24, wenig jedenfalls. Eine kurze Zeit, nicht mal eine ganze Generation. Und mir als Kind in der Schule kam diese Zeit unendlich weit weg vor. Ich habe gedacht, wie kann das denn sein? Wie ist das möglich, dass die Menschen damals so drauf waren, so dumm waren, nichts gewusst haben, Schwachsinn nachgelaufen sind, sich geopfert haben, andere massenweise umgebracht haben? Für was? Warum? Wie hat sich das in den paar Jahren ändern können in Deutschland? Ja, das ist ganz einfach. Es hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, sind die Formen. Wir sitzen hier in einem Staat, der im Wesentlichen auf Grundfesten errichtet ist, die die Nazis hochgezogen haben. Und der in seiner Frühzeit mit Personal geleitet wurde und überall durchsetzt war, dass die Nazis zurückgelassen hatten. Wir haben eine Justiz, die auf ganz, ganz vielen Grundlagen urteilt, die die Nazis gelegt haben. Wir haben eine unaufgeklärte Gesellschaft hier in dieser Hinsicht. Und darum ist es sehr wohl möglich, dass wir dahin zurückfallen oder dass wir in einen ähnlichen Bereich zurückfallen. Vielleicht nicht mehr im Stechschritt und mit den alten Formen. Aber was wir zu tun bereit sind, ist dasselbe. Das sagt Herr Gauck, das sagt Frau Merkel und das sagt diese lustige Europäische Volkspartei. Was wir zu tun bereit sein müssen, ist Krieg zu führen. Wollt ihr das? Wir wollen nicht nur keinen Krieg führen. Wir wollen auch nicht als stiller Teilhaber eines Krieges in irgendeiner Weise beteiligt sein. Wir wollen solche Kriege nicht mit unseren Waffen und mit unseren Internetunterdrückungselektronik und mit unseren Abhörscheißgeräten irgendwie ausstatten. Wir wollen nicht, dass deutsche Politik einberechnet, dass deutscher Profit nur gemacht werden kann, wenn Krieg geführt wird in irgendeiner Ecke der Welt. Die Friedensbewegung. Zur Friedensbewegung gehört, wen der Frieden bewegt. Und zur Friedensbewegung gehört, wer sich für den Frieden bewegt. Und zur Friedensbewegung gehört, wer sich im Frieden bewegt. Und zur Friedensbewegung gehört, wer mit friedlichen Mitteln etwas bewegt. Und all die Menschen, auf die diese Beschreibung passt, möchte ich einladen, sich nicht nur hier zu uns zu stellen, sondern in jeder Stadt dieser Republik klarzumachen, dass dieser Geisteswandel, dass dieses Herunterfallen von der moralischen Ebene, dass dieser Totalabsturz der mentalen Sorte sich hier nicht ereignen wird. Wir stehen hier, wir sind zu 70% statistisch gesehen gegen den Krieg, gegen jeden Auslandseinsatz. Warum stehen wir in 17 Auslandseinsätzen? Weil wir nicht ernst genommen werden. Und warum werden wir nicht ernst genommen? Weil wir uns nicht querstellen an den Stellen, an denen der Betrieb so an uns vorbeifließt. Sehr viele Menschen in diesem Land hier haben keine Arbeit und keine unmittelbare Perspektive. Das hat zu allen Zeiten in der deutschen Geschichte, soweit wir das moderner jedenfalls statistisch überhaupt belegt haben, dazu geführt, dass die Kriegsbereitschaft hochgegangen ist. Und ich möchte an der Stelle erstmal eins ganz, ganz fett sagen, nämlich danke, vielen Dank, Leute, danke, Leute, danke, Leute, dass ihr so nicht drauf seid. Danke. Das Gefährliche ist nur, dass diese individuelle Kriegsbereitschaft und die in der Bevölkerung inzwischen nicht mehr notwendig ist, um Kriege loszutreten. Das macht man mit ganz anderen Methoden. Ich bekomme regelmäßig vorgeworfen, ich sei Anti-Amerikaner. Ich kann dazu nur sagen, ich liebe die amerikanischen Gegenkulturen ohne irgendein Ende. Ich trage einen amerikanischen Hut nicht irgendwie halt so aus Zufall, sondern weil ich zum Beispiel diese Form cool finde. Oder weil ich auch Diverses an der amerikanischen Kultur quasi unverzichtbar finde für unsere Welt. Was aber vollkommen verzichtbar ist, ja, das ist das Gewinnspielchen, das die amerikanischen Konzerne da treiben. Und das einige Familien treiben, die in Amerika, in Europa, in Asien das Geld verwalten, die Kohle haben, die Möglichkeit haben, alles und jedes zu B- und Entwerten. Es ist wichtig, dass wir dabei verstehen, dass das nicht die FED ist oder die EZB oder irgendeine Familie. Das ist es nicht, Leute. Es ist ein Gesamtsystem hier, das nur funktioniert, weil diese Rechtlosigkeit Einzug gehalten hat. Es gibt Profitwege, die sind nicht anders zu beschreiten
als auf verbrecherische Art und Weise. Und das haben wir über die letzten Jahrzehnte vollständig implementiert und eingebaut in unsere Gesellschaft. Wir sind offene Rechtsverstoßer. In der dritten Welt richten wir Entsetzliches an. Überall auf der Welt richten wir Entsetzliches an. Und das schon ohne, dass wir eine kriegführende Nation sind. Einfach dadurch, dass wir Ausbeutung betreiben, bis ans letzte Maß. Unsere T-Shirts hier werden von Kindern zusammengenäht, die sich nach einer Weile verzweifelt aus dem Fenster stürzen. Ja, oder von Näherinnen, die teilweise ausfallen für die Arbeit, weil sie halt gerade dabei sind zu verhungern. Das ist deutsche Kriegswirtschaft nicht gewesen. Deutsche Kriegswirtschaft war immer den Stahl exportieren an andere. Deutsche Kriegswirtschaft war aber auch immer andere Länder überfallen und ausrauben. An den Stellen, an denen unser Land sich dazu herabgelassen hat, auf diese Art und Weise zu agieren, ist uns das immer sehr schlecht bekommen, muss man sagen. Und ich meine damit nicht mal das Finanzielle. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist hier alles ganz gut auf die Füße gefallen, würde ich sagen. Und ein Freund von mir, der Jude ist, der hat gesagt, naja, streng genommen haben die Nazis den Krieg nicht mal verloren. Denn direkt nach dem Krieg sind sie weiter beschäftigt worden. Direkt nach dem Krieg sind sie über die Versorgung der Beamten und der Angestellten so versorgt gewesen, dass sie während der Rest des Landes arm war. Dass sie während der Rest des Landes arm war, schon wieder fett Urlaub machen konnten in den frühen 50ern. Das gilt für unglaublich viele Leute, die Nazi-Karrieren gemacht haben. Also, selbst wenn wir im Frieden sind, produzieren wir reichlich Opfer. Das ist eine Schande und damit muss natürlich ein Ende sein. Da hat jeder Einzelne von euch die Möglichkeit, mit seinem Verhalten darauf einzuwirken. Aber dass wir nicht wieder eine kriegsführende Nation werden sollen, das ist unser Thema hier. Es gibt Sekundärthemen zu allem. Es gibt Themen, die beispielsweise im Bereich liegen, wie genau werden die demokratischen Regelungen umgangen. Ja? Es gibt Dinge, die nicht geklärt sind, wo man nicht sagen kann, das stimmt nicht. Ja? Es gibt aber eine ganz große Klarheit für uns. Und das ist die, den großen Schritt, kriegführende Nation zu werden, bewusst den Krieg als Mittel der Politik zuzulassen. Den wollen wir nicht machen. Den werden wir nicht mitmachen. Ich möchte damit abschließen, dass ich euch sage, in was für einem Land ihr gerade lebt. Es sind nur drei Punkte, die da wichtig sind zu verstehen. Das eine ist, TTIP und CETA, diese Abkommen, sind trotz der Gegenwehr so ungefähr jeder Parteibasis, in jeder Partei, die es gibt, vielleicht mit Ausnahme von CDU und FDP, ja, wobei letztere keine Rolle mehr spielt, obwohl das vollkommen abgelehnt wird, sind die kurz davor, beschlossen zu werden. Das sollte euch klar sein. Eure Kanzlerin will das Ding, euer komischer Sigmar Gabriel will das Ding und die ganze deutsche Wirtschaft, die ist sich da nicht einig. Es gibt welche, die wissen, dass sie davon profitieren werden und andere, die wissen, dass sie das vermutlich ihr Geschäft kosten wird. Und trotz dieser Unwägbarkeiten wird CETA und TTIP, wie es aussieht, durchkommen. Warum? Weil ihr nicht dagegen aufsteht, Leute. Weil eure Organisationen nicht dagegen aufstehen. Weil eure Familien nicht auf den Straßen stehen und sagen, so nicht. Das sollte aber passieren. Der zweite Punkt, den ihr bedenken solltet, ist, dass Frau von der Leyen und der Rest der Bundesregierung sich gerade total einig sind, dass wir Kampfdrohnen anschaffen sollten. Kampfdrohnen. Das sind fliegende Geräte, die wir ferngelenkt irgendwo hinschicken, mit der Behauptung, das ganz genau zu machen, ja, und dann schießen diese fliegenden Geräte Raketen auf den Boden, die eine Zerstörungszone von 50 Metern in alle Richtungen haben. Total chirurgisch, nicht wahr? Es gibt vorher kein Gerichtsurteil. Es gibt vorher nicht mal Klarheit, ob wir denjenigen treffen, den wir da anvisieren, so wie die amerikanische Seite das handhabt. Und das läuft alles über Rammstein. Wahnsinnig viel davon. Die Operation Afrikom und die eurasischen Aktionen, die die Amerikaner so starten, ganz viel davon läuft über unsere Luftwaffenstützpunkte hier. Und wir sind damit verantwortlich, jetzt schon. Jetzt geht es aber den Schritt weiter. Wir wollen diese Art von Mordmaschinen selbst anschaffen. Wir wollen diese Art, Leute feige zu ermorden und massenweise zivile Opfer zu tätigen, zu erschaffen. Die wollen wir uns jetzt auch noch holen. Die wollen wir uns auch noch irgendwie also anschaffen. Das soll eine deutsche Art sein, Krieg zu führen demnächst. Ich kann dazu nur sagen, das war's schon mal. Von der V1, von der V2 hat jeder gehört. Komisch, dass keiner die verdammte Parallele zieht. Denn eine Predator-Drohne ist nichts anderes.
die ist nichts anderes als eine Bombe, die über Langstrecke auf feigste Art und Weise ins Ziel gebracht wird. Und jetzt noch zur dritten Entwicklung. Die Bundeswehr wird euch momentan ganz häufig präsentiert als so ein Kasper-Verein, total schlecht ausgestattet. Oh mein Gott, wir müssen wahnsinnig viel Geld reinstecken, damit die wieder was kann. Ich kann dazu nur sagen, was die da können soll, also Leute umbringen, Städte bombardieren und so weiter und so fort, gehört für mich persönlich ganz und gar nicht zu dem Leistungsprofil, das die deutsche Armee haben sollte. Wir waren mal eine reine Verteidigungsarmee, habe ich gehört. Die Doktrin soll sich minimal geändert haben. Ja? Wir sind jetzt auch für humanitäre Einsätze weltweit bereit. So. Warum schaffen wir dann gerade Panzer an? In welchem humanitären Einsatz auf der ganzen Welt werden wir Panzer brauchen? Und in welchem humanitären Einsatz auf der ganzen Welt werden wir Uranmunition für diese Panzer brauchen, wie es der CDUler Rühle gerade fordert? Humanitär? Was dieses Land hier braucht, ist eine demokratische Erneuerung von Anfang an. Was dieses Land hier braucht, ist ein Ende der Herrschaft derer, die sich gegen den Widerwillen des Volkes dahinstellen und sagen, wir wollen wieder eine kriegsführende Nation sein. Eine Führungsnation in der NATO wollen wir sein. In einer NATO, die Clusterbomben wirft, die Folterprogramme abzieht, die Geheimgefängnisse betreibt. Das ist nicht hinnehmbar. Das werden wir nicht hinnehmen. Und ich bin glücklich und ich bin froh, dass ihr hier steht und das genauso seht. Und ich hoffe, wir werden noch viel, viel mehr. Ich danke euch.